MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey YouTube, was geht ab? Toastbrot gegen die Wand, wieder mal euer THC hier unterwegs. Ja, ich wollte eigentlich keinen Commentary machen, ich wollte aber auch mal was anderes bieten, als nur meinen Kanal zu zeigen. Und zwar gibt es heute wieder mal eine Kanalinfo von euren THC mit Dönerbrot, Toastbrot meine natürlich, an der Wand. Ja, es ist eigentlich nur ein kurzes Gameplay auf Nuketown, wo es glaube ich noch Double XP Weekend war, nichts Besonderes, eben ein bisschen rumcampen, ein bisschen rumknallen und so, ihr kennt das ja. Ja, momentan läuft es immer sehr schön auf meinem Kanal. Ich bin richtig glücklich. Danke an alle meine Abonnenten, neuen Zuschauer und auch Leute, die ich irgendwo mal in anderen Spielen kennengelernt habe. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin voll happy hier. Über 371 Abonnenten, die ich momentan habe und mein 253.000 Video aufrufen. Vollkommen imber. Und natürlich muss ich auch wieder sagen, vielen Dank auch an die meisten von euch, die mich hier via MMOGA unterstützt haben. Da sind nur einige paar Moneten dazugekommen, die mir doch recht da unterstützt haben. Danke euch sehr herzlich dazu. Ja, momentan läuft es ja richtig gut ab. Ja, immer noch Tomb Raider und Bioshock. Bei Tomb Raider sind wir jetzt bei Part 8 und Bioshock ist jetzt Part 14 oder 15 so rum. Das geht auch richtig voran dort und da wird es dann auch noch weitergehen, bis es fertig ist. Und natürlich weiterhin natürlich auch hübsche Gameplays für meine Abonnenten und Zuschauern, die euch natürlich weiterhin amüsieren werden. Ja, was ist in nächster Zeit geplant? Ja, immer noch eigentlich weiterhin Gameplays und natürlich auch mal Let's Shows von Spielen, wo ich das ab und an mal eben spiele oder eben, ja, die neu rausgekommen sind. Vielleicht mal das neue Resident Evil Revelation auf dem PC. Das würde ich vielleicht mal anschauen, habe ich auch kurz angespielt eben. Ansonsten geht es weiter eben wie gehabt. Momentan eben habe ich eben wieder viel zu tun, eben Betrieb, also mit der Lehre und so. Da ist ja eben wieder mal, da muss ich ziemlich viel rumschreiben und einen 30-seitigen Bericht rumschrapseln und so. Aber ich denke mal, da kommen weiter natürlich auch natürlich die Videos von mir. Ich will natürlich gerne an dieser Stelle wieder einmal von euch wissen, wie findet ihr es momentan, wie sieht es bei euch aus, gefällt es euch momentan, wie es bei mir jetzt von den Videos her, die Qualität oder so, habt ihr Lob und Kritik, ich würde mich echt gerne freuen, wenn ihr als Zuschauer sagen könnt, was ihr so sagen würdet, ja, was sich verbessern sollte, was sich ändern sollte oder ob es noch was gibt, was ich mal wieder wissen sollte oder ob es irgendein gewisses Game gibt, wo ich euch vor euch mal anschauen soll oder ob ihr irgendein Spiel zu irgendeinem Spiel oder Programm mal ein Tutorial benötigt. Ja, oder auch eben, ob es irgendwas nach wirklich Wichtiges gibt, wo ihr sagen müsst, hey, das musst du ändern oder das stört mich jetzt hier bei, an deinem Kanal oder so. Irgendetwas, woran ich gar nicht denke momentan. Momentan bin ich eben sehr positiv, die Videos sind sehr positiv bewertet, habe sehr viele Zuschauer. Aus diesem Grund denke ich mal, dass wir da, ja, recht so weitermachen können. Aber ich bin ja eben immer sehr glücklich, wenn ich natürlich Rückmeldungen von meinen Zuschauern bekomme. Das ist meine Kiste, du Sack. Ja, eben wie ihr es so findet. Ob es immer noch der Standard oder Qualitätsstandard oder Humorstandard oder was ihr eben so erwartet, ob es das eben immer noch erreicht. Ich denke aber eben schon. Aber eben darum mache ich ja eben wieder mal ein Infovideo, habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Mir ist es ja eben wichtig, mit meinen Abonnenten und Zuschauern zu kommunizieren und eben herauszuquetschen, was euch so gefällt und was nicht, denn immerhin soll es euch unterhalten. Mir bringt es nichts, über 300 Videos hochzuladen, denn ich gucke die nicht an, ich habe sie gemacht, ne? Da gucke ich nicht an, sondern ihr guckt sie an und euch müssen sie gefallen und wenn sie euch gefallen, dann bin ich auch glücklich. Ja, was gibt's an sich noch zu sagen? Ja, vielleicht hat jemand eine Idee, was ich vielleicht als allernächsten noch Let's Playen sollte. Ich habe gar keine Ahnung, was. Vielleicht hat der eine oder andere einen Vorschlag. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. Die Runde ist hier eigentlich wieder zu Ende eben. 4 Minuten 42. Habt ihr mal wieder gesehen, wie ich da ein bisschen rumpaune. Das war's wieder von eurem THC mit Toastbrot an die Wand. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Bis denn.